sozusagen. Ich glaube, die kennt ja jeder, aber das ist eine wahnsinnig vielseitige Pflanze. Und ansonsten machen wir heute noch Brennnesselgnädel. Also Brennnesselgnädel sind eigentlich Semmelgnädel. Es gehören alte Semmeln rein, Eier, Salz, in dem Fall geriebener Käse, Gemüsebrühe statt Milch und ja, natürlich unsere Brennnessel. Als erstes bereite ich unsere Brennnessel vor für unseren Teig. Dafür brauche ich eben die frisch gesammelten Brennnesseln. Nicht wundern, die sind ein bisschen gelb jetzt von den Pollen. Brennnesseln werden aber nicht abgewaschen, bevor man es verwendet. Das ist unter dem Apfelbaum. Apfelpollen stören mir jetzt nicht weiter. Die Brennnesseln werden klein geschnitten und mit Gemüsebrühe in einem Topf gekocht. Wenn das soweit ist, schneide ich dabei meine Semmeln her. Übergießt die dann mit der Gemüsebrühe, tue die Eier dazu und Käse dazu und mache einen Semmelknödelteig, wenn man so erkennt. Es ist wurscht, was man da für einen Käse nimmt, das ist gar nicht so wichtig. Aber mir mögen wir immer ganz gerne einen gut gewürzten. Deswegen ist das jetzt Parmesan mit einem Ziegenkäse gemischt und halt klein gemacht. Ist eine ganz, ganz wichtige Pflanze, ist quasi gut für alles, also von entzündungshemmend über schmerzlindernd, über entwässernd, ist ein Blutdrucksenker, schützt das Immunsystem. Und das Lustige an der Brennnessel ist, dass man die auch noch kochen kann und es sind trotzdem noch genug Inhaltsstoffe drin.